schönen. Heute machen wir einen, ja, Everyday-Look, einen sehr simplen Look, was wirklich einfach ist. Und wie ihr schon oben in der Überschrift gesehen habt, geht es heute auch um Fake Freckles. Ich werde schauen, dass ich, woher ich die Inspo habe, weswegen ich die Fake Freckles so mache, wie ich sie mache. Werde ich euch mal das Profil von der lieben Dame, die das vorgemacht hat sozusagen, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen, weil die Credits gehen leider zu ihr und nicht zu mir. Aber ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Als allererstes nehme ich von Sisley die Instant Eclat Instant Glow Primer Base. Das ist einmal diese hier. Mag ich total gerne. Es raven ja alle über diesen Double Tonseur. Den möchte ich mir jetzt auch noch holen und dann beim nächsten Video probieren, wie der ist. Aber der hier gibt halt total den schönen, natürlichen Glow. Keinen jetzt In-Your-Face-Glow, was für so einen Everyday, halb No-Make-Up-Make-Up-Look, finde ich echt perfekt ist. Weil ich liebe es immer, wie sofort mein Gesicht rot wird, wenn ich irgendwas in mein Gesicht tue, aber... Als Make-up verwende ich mal wieder meine Born This Way Foundation in der Farbe Ivory. Ich hoffe, die ist mir jetzt nicht zu dunkel. Wir werden es einfach mal probieren. Ich meine, das ist die hellste Foundation oder der hellste Ton von der Born This Way. Deswegen, we just roll with it. Mein Gesicht ist ja immer ein bisschen heller als mein Hals. Ne, geht. Alles gut. Weil wir so ein schönes Everyday No-Make-Up-Make-Up-Look Make-Up schminken, machen wir gleich noch eine zweite Schicht drauf, weil man ganz sicher sonst nichts im Leben. Kennt ihr das, wenn ihr euch schminkt und dann euch denkt so, wenn ihr so richtig gute Tage habt, denkt ihr euch, boah, kannst du richtig geil ausschauen. Scheiße. Kein Wunder, ne, mit die Bohre, das war. Und dann gibt es Tage, wo du dir denkst, wenn du so ungeschminkt dann in der Früh aufwachst und dann ins Bad gehst, um dich fertig zu machen und du in den Spiegel schaust und du denkst, what the fuck is happening? Und du denkst, ich würde mich einfach nicht mal mit der Greifzange anfassen, so wie ich jetzt ausschaue. Ich meine, ihr erlebt es ja immer live mit, wenn ich das Video starte und dann erstmal ungeschminkt bin. Ich frage mich jedes Mal, wie mein Freund sich fühlt, wenn er am Morgen neben mir aufwacht. Das ist so... Wenn ich mich, glaube ich, sehen würde, ich würde mir denken, scheiße, kann ich die wieder zurückgeben? Aber ich meine, er ist noch da und ich weiß nicht, ob das Männer einfach so machen, aber er sagt immer noch, ich bin ungeschminkt, ja, genauso hübsch wie geschminkt. Erzähl mir keinen Scheiß, ist es nicht so. Erzähl mir echt keinen Scheiß. Als Concealer nehme ich den Fit Me Concealer von Maybelline, weil ich finde es richtig, richtig gut, weil ich hatte die früher mal in der Farbe 10 und 15, aber die waren mir viel, viel zu dunkel. Und jetzt hat mir Emre erzählt, dass die jetzt mit einer helleren Farbe rausgekommen sind, weil er und ich haben die gleiche Make-up-Farbe, deswegen können wir uns da immer dann drauf verlassen, wenn der andere sagt, hey, voll geil, passt von der Farbe, super. Sofort losgegangen, mir geholt und... Hammer. Ich weiß noch, einmal habe ich vor der Arbeit ein Video gedreht. Ich bin so früh aufgestanden. Es war brutal. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Ich habe sehr, sehr viele Komplimente für den Look bekommen. Und bei euch ist der Look damals auch echt sehr, sehr gut angekommen. Aber mittlerweile stehe ich für meinen Job noch früher auf. Da werde ich sicherlich mich nicht noch vorher hinsetzen und so drehen. Das wäre irgendwie ein bisschen was anderes, wenn... wenn ich so eine Filmstation einfach immer aufgebaut hätte, das Setup hier, das baue ich ja immer wieder auf und immer wieder ab. Aber ja, dann würde man vielleicht schneller und öfter mal ein Video drehen. Aber wenn man dann immer wieder auf und immer wieder abbauen muss, dann guckt man da wirklich, dass man da dann echt richtig Zeit hat, damit man sich die Zeit nehmen kann. Ansonsten könnte ich halt wirklich mal vor der Arbeit einfach schnell mich vor die Kamera setzen und loslegen.
Als Setting Powder wie immer Laura Mercier Under Eye Secret Brightening Setting Powder Nummer 1. Als nächstes nehme ich von Catrice das Sunglow Matte Bronzing Powder für Medium Skin. Ist der irgendwie ein bisschen rot oder denke ich nur, dass der ein bisschen rot ist? Ich habe den eigentlich total gern verwendet, deswegen habe ich ihn heute auch wieder rausgeholt. Einfach damit ich so ein bisschen Drogerie und High-End, sage ich jetzt mal, weil ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Benefit High-End ist. High-End sehe ich immer so, wobei das sind eigentlich definitiv die gleichen Preise mit Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. Also man nimmt jetzt Tom Ford oder Sisley oder so. Aber ja gut. Also dann zwischen High-End und Drogerie. Damit für jeden so ein bisschen was mit dabei ist. Und da habe ich zwei Freunde hocken, ich kann kotzen manchmal. Manchmal frage ich mich echt, was meine Haut von mir will. Gut, ich habe dieses Botanical Detox fürs Gesicht, aber langsam langt's, Freunde. Ich habe langsam echt keinen Bock mehr auf den Scheiß, dass da ständig irgendwelche Freunde wieder zu Besuch kommen im Gesicht. Ich hatte das jetzt echt so gut im Griff und dann bilde ich mir ein, ich muss eine Detox-Kur fürs Face machen. Also manchmal denke ich mir auch, ich habe wegen einander Glatze. Aber gut. Highlighter Soft and Gentle von MAC. Jetzt schon ewig nicht mehr verwendet. Und als Blushton werde ich Margin von MAC nehmen. Einer meiner Lieblingsrouge-Töne. Der schaut zwar irgendwie nach nichts aus, aber der hat diesen wunderschönen Goldschimmer. Und also so goldigen Permutschimmer eher. Der passt einfach zu allem. Oh, ich habe vergessen zu konturieren. Sagt mir das vielleicht mal einer. Dann konturieren wir jetzt noch. Ich nehme hier die BU Contouring Palette. Da gibt es ja nur eine Konturfarbe. Was mich mal interessieren würde, seid ihr Fußballfans? Weil ich schaue gerade das Derby Nürnberg-Fürth, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich bin aus Nürnberg. Und Go Club. Ich habe meine Dauerkarte, schön Hardcore-Fan gewesen. Ultras und so. Und ja, jetzt mittlerweile, ich bin einfach zu alt für den Scheiß, ich habe keine Zeit. Aber ich schaue mir trotzdem noch die Spiele wenigstens zu Hause an. Aber lasst mich mal wissen, ob ihr Fußball schaut und ob ihr Fußballfans seid. Und wenn ja, von welcher Fußballmannschaft? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, das würde mich mal echt interessieren. Oder ob ich ein paar Klubberer-Fans unter meinen Viewern habe. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wie gesagt, ich schaue das Derby gerade in dem Moment. Sind wir mal gespannt, wie es ausgeht. Ja. Und falls ihr es auch geschaut habt, lasst es mich auch unten in den Kommentaren wissen. Das würde mich echt interessieren. Da hätte ich gern bitte ein rotes und ein schwarzes Herz. So. Weiter machen wir jetzt mit den Augenbrauen. Und zwar werde ich das wie immer off-camera machen. Ich werde dazu Carbrow Nummer 2 nehmen von Benefit. Das ist diese Augenbrauenpomade von denen. Ne? Diese hier. Und von Sisley die klare Augenbrauenmascara. Also wirklich komplett ohne Farbe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nehmt jetzt einfach euren Bronzer, egal welchen ihr habt. Geht einfach in den Bronzer rein. Wie in so einen Lidschatten und gib den wirklich einfach in die Lidfalte, damit ihr einfach wirklich nur ein bisschen eure Lidfalte definiert, damit der Ausdruck einfach ein bisschen mehr Ausdruck bekommt. Wow. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, also wirklich nicht viel, nur dass ein bisschen die Lidfalte definiert ist und ich gebe dann auch noch mal ein bisschen was unten drunter. Ich mache das oft so, auch wenn ich im Urlaub bin, dass ich einfach nur mit meinem Rouge und mit meinem Bronzer arbeite. Highlighter, Konturpuder,
Dann müsst ihr gar nicht so viel mitschleppen. Und mit den Sachen, ihr habt zwei verschiedene Brauntöne, ihr habt einen warmen Ton und ihr habt einen Schimmerton. Damit kriegt ihr einen super schönen Look hin. Ist wirklich brutal. So, jetzt werde ich von Adele, da muss ich jetzt aber dann noch den Kleber ein bisschen abmachen, die Wispies kleben. Ohne Eyeliner, ohne gar nichts und werde dann in der oberen Wasserlinie noch Kajalstift auftragen. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Fake Freckles machen. Und für den Lippenstift. Und ja, dann bis gleich. So, die Wimpern sind dran. Wie ihr seht, eigentlich ein total süßer, natureller, wow, natural Look. Ich habe jetzt da noch ein paar Spuren von Mascara. Ich warte jetzt aber noch, dass die Wimpern trocknen. Und dann mache ich alles wieder schön sauber. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt von L'Oréal Paris dunkelbraun bis schwarzbraun sofort Ansatz Kaschier Spray Magic Touch. Das ist dieses hier. Hat hier so einen ganz klassischen Sprühkopf. Und das ist ganz wichtig, dass ihr nicht komplett drauf drückt, sondern ihr müsst diese, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Nein, das war zu viel. So, habt ihr das gehört? Das muss so ganz, kurz bevor eigentlich wirklich was rauskommt, muss es wirklich so machen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das kapiert hat, aber... Ich denke, ihr könnt sehen. Also ich finde, es schaut eigentlich echt total natürlich aus, als hätte ich Sommersprossen und durch das Make-up. Man kann auch noch mal danach so ein bisschen drüber gehen. Aber ich finde es echt total hübsch. Ob das jetzt gut ist fürs Gesicht, dass man sich so eine Farbe ins Gesicht klatscht, mir auch scheißegal. Ich will Fake Freckles. Wo ich ganz schnell Fake Freckles machen kann. Wo ich nicht 8 Stunden mit dem Augenbrauenstift da sitze und Punkt für Punkt mache. So, jetzt müssen wir hier den hier erstmal auseinander bekommen. Dann einfach die Lippen um. Also schön wäre es zum Beispiel auch nur mit einem Gloss. Ne? Aber ich will jetzt ein bisschen Lippen. Und dann gehe ich, wie gesagt, mit dem Maybelline Superstay Matte Ink in der Farbe 65 einmal drüber. Aber das ist auf jeden Fall der fertige Look. Ich finde ihn total schön und wie gesagt, durch diese Fake Freckles wirkt er, finde ich, trotzdem nochmal sehr natürlich einfach, weil ich finde, dass sie ausschauen als, ja, als wären sie einfach unter Make-up und dann denkt man automatisch, dass nicht viel Schicht auf dem Gesicht drauf ist. Lippenstift bin ich mega begeistert, der klebt zwar gerade ein bisschen, ich bin gespannt, ob das noch weggeht, aber die Farbe ist schon mal sehr schön, ich bin gespannt, wie lange er hält. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!